bin ich richtig? Ich weiß nicht, ob du richtig bist. Wen möchtest du denn sprechen? Also Mike Stein, mein Name, Herr Maulwurf. Ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie auch. Ich melde mich wegen einer Anmeldung, dass Sie bei uns gemacht haben, um online zu handeln, online Trading. Sind Sie ein Roboter? Nein, ich bin kein Roboter, aber wir haben die Möglichkeit, mit einem Roboter zu handeln. Ja, wie heißt der Roboter? Der Roboter heißt Roboter Trader. Unsere Hauptplattform ist Eurosix FX. Was heißt denn das? Das ist unsere Plattform, Eurosix FX. Rufen Sie aus der Schweiz an? Nein, ich rufe momentan von dem Büro in Österreich. Ach, wo sitzen Sie denn in Österreich? In Wien. In Wien? Herrengassestraße, jawohl. Oh, ich bin in Wien aufgewachsen. In welchem Stadtteil ist das denn? Also, das ist in den Herrengassestraße. Ja, aber welcher Stadtteil ist das? Welcher Stadtteil? Bradenbach. Ja, dann scheitert es wieder, ne? Und was kann man verdienen bei Ihnen? Das reimt sich ja. Also, Herr Maulwurf. Ja, das ist mein haben Name. Sie früher haben Sie früher gehandelt oder haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nee, ich bin ja Uhrmacher. Also, Herr Maulwurf, Mindestbetrag, um eine Investition zu tätigen mit unserer Plattform, ist 250 Euro. Weil ich muss mal aber kurz die Suppe vom Herd nehmen. Warte mal kurz, ja, bin gleich wieder da. Okay. So, nicht, dass nachher die Bude brennt, ne, das wollen wir ja nicht. Wie bitte? Wie bitte? Ja. Ja? Herr Maulwurf, ich wollte ganz kurz erklären, wie das geht, wie das funktioniert mit uns. Ja, erzählen Sie mal, ich höre aufmerksam zu. Ja. Okay. Herr Maulwurf, wie gesagt, das Mindestbetrag, um eine Investition zu tätigen mit unserer Plattform, ist 250 Euro. Aber wenn Sie mit unserer Plattform starten, Sie erhalten von unserer Seite die gleiche Summe als Unterstützung, wie Bonus. Das bedeutet, Sie werden insgesamt 500 Euro auf Ihrem Online-Handelskonto haben. Aha. Dann Sie können die erste Monat anfangen. Die erste Monat ist die Monat auf Testphase, wo Sie unserem Service nur testen können mit unserem Geld und nicht mit Ihrem Geld. Ach so, warum lachen Sie? Weil das toll ist, dass ich so einen großen Bonus kriege. Ich freue mich. So, machen Sie Spaß mit mir? Warum denn? Ich freue mich darüber. Das ist doch geschenktes Geld. Sie bekommen das Geld nicht auf Ihre Hand. Sie bekommen das Geld auf Ihr Handelskonto. Ja, ja, aber ich kann damit ja Geld verdienen, oder nicht? Jawohl. Wie gesagt, Sie fangen die erste Monat und die erste Monat ist einen Monat lang auf Testphase. Der erste Monat lang geht einen Monat? Ja, also einen Monat lang auf Testphase haben Sie mit uns, damit Sie unseren Service testen können mit unserem Geld, so nicht mit Ihrer Investition. Ja. Ihre Investition bleibt ein gesichertes Investition für einen Monat. Aha, und danach? Dann, nach einem Monat, entscheiden Sie nochmal, ob Sie weiter mit Ihrem Geld machen möchten oder möchten Sie Ihren Geld auszahlen lassen und gar nichts verlieren. Das ist gut, oder? Sie wissen selbst, ob das gut ist oder nicht. Na, ich habe ja keine Erfahrung damit, darum frage ich. Sie sind ja der Experte, ne? Sie brauchen sich keine Sorge zu machen, weil wir anbieten einen Roboter-Trader für Sie. Ja. Denn der Roboter arbeitet mit Algorithmen, er öffnet und schließt die Positionen selber für Sie. Was ist denn das ein Algorithmus? Also ich habe öfter hier die Smini, die schreibt immer unter meine Veröffentlichungen Algorithmus. Hat das damit was zu tun? Ja, also nein, Sie werden gar nichts zu tun. Alles, was Sie machen müssen, ist Zugriff auf Ihr Konto haben und da können Sie Ihren Profit beobachten oder sehen. Aha. Das ist weil gut. Weil Sie neu in diesem Bereich sind, Sie werden auch einen Berater von unserer Seite haben.
Ihr Berater meldet 2 bis 3 Mal pro Woche bei Ihnen, Ihnen zu zeigen ganz genau, wie viel Profite haben Sie. Sie bekommen kostenlos Schulung und Ausbildung über Trading von dem Berater. Ach. Und er fragt Ihnen, ob Sie eine Auszahlung lassen möchten, ja, auch. Wie lange dauert denn diese Ausbildung? Wie bitte? Also im 6 Monate können oder im 1 Jahr können Sie das selbst lernen, aha, dann selbst zu handeln. Aber natürlich, Sie können immer mit den Robotern und mit dem Berater weitermachen, weil es ist, Ihre Investition wird mehr gesichertes Investition sein. Natürlich, so, wenn Sie keine Ahnung haben, wie das geht, wie das funktioniert, ja, Sie können da auch Geld verlieren. Aber ja, wenn ein Makler in diesem Bereich mit Ihnen arbeitet und wenn es schon eine Roboter-Trader für Sie anbietet ist, natürlich, Sie werden da gar nichts verlieren. Ach so, ist das. Wie viel Platz braucht man denn für diesen Roboter? Ist der groß? Also das Roboter liegt bei uns, Herr Maulwurf. Der liegt bei Ihnen. Sie werden nur, ja, also wir haben den Filiale in Frankfurt am Main. Aha. Da liegen, also da sind nur den Roboter-Trader. Ach so. Natürlich ein paar Makler in diesem Bereich, die, aha, bei den Robotern sind. Aha. Und dann haben wir die andere Filiale in Berlin, wo sind nur den professionellen Makler. Dann wir haben auch 11 andere Filiale in den ganzen Europa. Ach so, also und hier in Frankfurt in ist dann quasi die das ist ja dann quasi sowas, ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, aber das ist das autonome Zentrum, was man immer wieder hört in den Nachrichten. Ja, also Herr Maulwurf, wir haben gar nichts mit dem zu tun. Wie gesagt, wir sind ein Finanzunternehmen, wo wir handeln automatisch mit einem Roboter. Das ist Herr Maulwurf. Wie viel Geld kann man da denn verdienen so im Jahr? So im einem Monat mit dem Mindestbetrag von 250 Euro, man verdient nicht so viel, also 1000 bis 1200 Euro verdient man. Im Monat? Aber wenn Sie schon... Jawohl. Das ist ja irre. Dann nehme also ich doch Herr mehr. Maulwurf, also wenn Sie schon selbst sehen, dass man da gut verdient, natürlich, Sie können auch mit einem größeren Betrag eine neue Konto erstellen oder eine neue Investition tätigen und da also eine hohe Gewinne zu erwirtschaften. Dann nehmen wir doch 500, das hört sich doch viel besser an. Ja, also am Anfang, Sie handeln nur mit unserem Geld. Ja, ja. Nur mit 250 Euro. Dann ja, nach einem Monat, Sie werden mit dem ganzen Geld da arbeiten. Und natürlich, die Gewinne wird hoher sein, wenn Sie zum Beispiel in einem Monat keine Auszahlung lassen und das ganze Profite, das Sie gemacht haben, wie zu sagen, riskieren und den ganzen Profit an Ihre Roboter investieren. Natürlich, wenn die Investition 1000 Euro sind, also die Investition 1000 Euro ist, Sie werden natürlich hohe Profite machen. Aber Sie haben ja gesagt, dass Sie das verdoppeln, was ich einzahle. Da würde ich schon gern 500 nehmen, dass ich dann 1000 insgesamt habe, ne? Ja, also natürlich, Sie können ja, Sie können zum Beispiel am Ende des Monats erwirtschaften Sie den Profit von 1300 Euro. Ja? Sie werden 3000 Euro Auszahlung lassen und dann mit 1000 Euro werden Sie weitermachen, damit Sie mehr Profite gewinnen können. Aber natürlich, wenn Sie schon Ihren Geld zurückbekommen, den ganzen Geld der Auszahlung lassen, natürlich, den Roboter hat nichts zu arbeiten, weil er hat ja, kein Geld zu investieren. Deswegen hat er sage kein, ich, kein Geld? Also wenn Sie kein Geld auf Ihre Konto lassen, wenn Sie das ganze ja, Betrag Auszahlung lassen, natürlich, bei der Roboter wird kein Geld sein. Ah ja, dann ist er ja arm, das geht ja nicht. Was kriegt der Roboter denn im Monat dann dafür?
Also, wir nehmen kein Prozent von Ihrer Seite, Herr Maulwurf. Nein? Nein, von Ihrer Seite. Für 2 Jahre, Sie brauchen gar nichts für unsere Plattform einzuzahlen. Gar nichts auch als Steuer oder Gebühr. Wir bekommen 1% von dem Frankfurter Börse. Haben Sie von Frankfurter Börse gehört? Ja, das Frankfurter Böse, okay. Das ist ja der Endgegner im Prinzip. Und was zahlen die Ihnen? 1% wovon denn? Also, wir bekommen den Prozent, das ist private Sache, Herr Mauswurf. Wir nehmen 1% von die Böse. Wir bekommen auch Prozent von BaFin, von Visa, Mastercard, von die Europäische Zentralbank, Amazon, Tesla X und so weiter. Aber warum geben wir die Ihnen denn Geld? Haben die zu viel Geld und verschenken das oder wie? Nein, die sind unserem Partner, deswegen. Achso, Amazon ist Ihr Partner, wo sind Sie da denn verlinkt? Kann man sich das angucken? Also, unsere Plattform wollen Sie anschauen, oder? Nee, bei Amazon. Wenn ich jetzt bei Amazon da oben das eingebe, dann kann ich da Bitcoin kaufen bei Ihrer Firma? Nein, bei Amazon können Sie nicht Bitcoin kaufen. Ach so. Ja, Entschuldigung, ich bin neu bei den Sachen. Ich verstehe das alles noch nicht so gut, ne? Ich bin ja schon ein bisschen älter, falls Sie das noch nicht gehört haben. Ja, also wie alt sind Sie, wenn ich Ihnen fragen darf? Ich werde dieses Jahr 74 in genau einem Monat. 74? Ja. Und ich möchte halt noch mal ein bisschen Geld verdienen für meine Enkel, ne? Dass ich das zu Weihnachten dann was, ein Fahrrad kaufen kann. Ne? Also Herr Maulwurf. Ja? Nehmen Sie nicht etwas persönlich, Sie klingen maximal 40 Jahre alt. Ha, danke, das höre ich öfter. Ich habe mein ganzes Leben lang nicht geraucht, habe mich immer gut ernährt und habe mich immer fit gehalten. Gut. Das macht einen großen Unterschied. Haben Sie früher Sport gemacht? Ja, ich habe einen Marathon gelaufen. Da war ich auf fast allen Kontinenten. Nur nach Australien hab ich einen Unfall gehabt. Nach Australien bin ich nicht mehr gekommen. Aber ich war in Amerika, in Afrika, im eurasischen Kontinent. Maledivien habe ich auch bereist. Das war eine schöne Zeit, ne? Gut. Es freut mich, Herr Maulwurf. Ja. Also, Herr, wie gesagt, das Konto zu aktivieren können Sie einfach mit 250 Euro. Ja. Sie haben 2 Möglichkeiten, diese Investition und auch die Auszahlungen zu tätigen. Ja. Das ist mit einer Master-Visa-Karte oder mit einer Banküberweisung. Ja, dann würde ich sagen, wir machen die Überweisung. Meine Kreditkarte habe ich nicht mehr, seit ich nur noch in Deutschland bin. Da braucht man das ja nicht so. Okay, Herr Maulwurf. Ja. Wie gesagt, erstmal, wir müssen das Konto von Ihnen verifizieren, damit wir wissen, bei dem System verlangt von Ihnen, von Ihrer Seite, den Dokumenten, weil es kann sein, ein Hans-Herbert Maulwurf in dem ganzen Deutschland, ein anderer Herr Maulwurf. Und bei dem System verlangt von Ihnen. Ist da noch ein anderer Herbert Maulwurf bei Ihnen? Nein, aber es kann sein, dass in Deutschland ist und ohne Verifizierungsschritte jemand kann was mit Ihrem Konto anfangen. Deswegen sage ich, Ihr Konto muss mit Ihrem Ausweis verifiziert sein. Ja, das können wir machen. Okay. Benutzen Sie WhatsApp, Herr Maulwurf. Nochmal, was mache ich bitte? WhatsApp. Benutzen Sie WhatsApp. Ist das dieses Teil fürs Mobiltelefon? Nee, sowas habe ich nicht. Jawohl. Also sowas haben Sie nicht. Nee. Mach mal so. Ich kann Ihnen meine E-Mail geben. Ja. Den E-Mail von unserer Plattform. Sie können den Ausweis vorne und Rückseite als Foto bei uns weitersenden, damit ich das Konto verifizieren kann. Wenn das Konto schon verifiziert ist, kann ich Ihnen die Bankverbindung schicken, wo Sie die Überweisung mit 250 Euro tätigen können, das Konto zu aktivieren. Also ich habe jetzt gerade das Online-Banking offen, weil ich auch noch die Pizza-Bestellung für den Drachenlord bezahlen muss. Können Sie mir die IBAN einmal gerade geben, dann kann ich das schon mal aufschreiben. Nein, also wir müssen erstmal das Konto verifizieren. Ja. Ohne Verifizierungsschritte darf ich nicht die
die Bankverbindung schicken. Na gut, dann machen wir das. Ne? Wie ist denn Ihre E-Mail-Adresse? Okay, unsere E-Mail-Adresse lautet ja. Support. Wie schreibt man das? S wie Siegfried. Also S wie Siegfried. Ja. U wie Ulrich. Ja. P wie Paula. Ja. P wie Paula nochmal. Also dreimal P. Also zweimal P. Zweimal, ja. Jawohl. Also O wie Otto. Ja. R wie Richard. Ja. T wie Theodor. Ja. Punkt. Ja. D-E, also D wie Dora, E wie Emily. Emily, ja. At. Ja. Euro, also E wie Emily. Ja. U wie Ulrich. Ulrich, ja. Ja, Richard. Ja. Otto. Ja. Siegfried. Ja. Wolfgang. Wolfgang? So heißt mein Nachbar. Ja. I wie Ida. Ja. S wie Siegfried. Ja, das habe ich aufgeschrieben. Noch S wie Siegfried. Ha? Nochmal? Ja. Also zweimal, ja? Ja. Na gut, habe ich gemacht. SX. Was war das? Com. F. Friedrich. X wie Xaver. Wie Sahne? Also Siegfried nochmal, ja? X wie Xaver. Ach, Xaver. Ja, das ist so ein seltener Name geworden. Ja, Punkt com. Ja, ja. Das Was haben Sie da geschrieben, bitteschön? Ich habe da jetzt geschrieben support.de at ja. euroziege.com. Euroziege? Ja. Eurozwitz, du Hurensohn.